Mahlzeit zusammen. Ja, eigentlich wollte ich gar kein zweites Video machen zu der Farmlife Mod. Aber nach der Reaktion, so viele positive Zusprüche, die wir hatten, so viele Reaktionen, habe ich mir gedacht, komm, kannst du es auch nicht im Dunkeln sitzen lassen, was wir so die Woche treiben. Ja, die Walnussbäume haben wir immer noch nicht gefixt. Die bleiben jetzt auch so. Setzt einen Gartenzaun drumherum, dann fällt das gar nicht so auf. Wir gucken, vielleicht, wenn noch Zeit ist, hauen wir das raus. Wir hatten jetzt bewusst mal so ein paar mehr Bäume gepflanzt, weil vorher immer wieder über Wildwuchs berichtet wurde. Also wir haben jetzt hier zig Bäume gepflanzt und keiner wächst irgendwo wild in der Gegend rum. Wir hoffen, dass wir das jetzt weggekriegt haben. Wir werden sehen, wie sich dazu alles entwickelt. Dann wurde gefragt, wann kommt das Ding endlich raus? Ich sag mal so, eine Woche brauchen wir auf jeden Fall noch, weil wir zwar einmal alles durchtesten, das Schwein auch wirklich das rausspuckt, was es soll, ob es verschiedene Sachen ausspuckt, ob alles richtig wächst, ob man alles richtig ernten kann, alles richtig craften kann und. Also das Übliche. Die Mod wird es dann nur auf unserer Seite geben. Die verlinke ich hier drunter. Und alles, was so an Neuigkeiten kommt, Updates, ja, wir nennen die liebevoll DLC, erfahrt ihr dann auf unserer Facebook-Seite als erstes. Ja, aber ich denke, da wird auch immer wieder den Weg in die Gruppe finden oder auf die Seite. Ja, der Schreiber groß nach mehreren Tieren haben wir erstmal ganz hinten angestellt. Ich sag mal, so eine Katze als Gimmick ist ganz gut. Ja. Toll, jetzt war sie gerade frech. Aber da jetzt so den Hauptfokus drauf zu legen, nee, da arbeiten wir lieber erstmal an mehreren Rezepten, damit ihr auch ordentlich zu craften habt. Es soll ja nicht langweilig werden. Und bitte fragt nicht nach dem Einhorn. Das kommt irgendwann. Aber das, ja, ob das hier mit reinkommt, wir wissen es noch nicht. Es wird auf jeden Fall noch dauern. Aber es läuft, so viel kann ich sagen. Laufen kann es. Ja, wir haben noch so ein paar ausgewachsene Sachen. Wir haben den Brokkoli mal gefixt. Ja, der sah ja vorher hier so aus wie die Bohnen. Der sieht jetzt eher aus wie Kartoffeln. Ist ein bisschen passend. Dann neu dazu, ja, die Kohl haben wir glaube ich auch noch nicht gesehen. Sieht ausnahmsweise aus wie Kohl. Und wir haben jetzt hier Blumenkohl. Der sieht auch aus wie Kartoffeln, ja. Und Salat. Ja. Ihr merkt, es wird gesund. Ja. Beim Schwein gibt es was Neues. Und zwar kriegt ihr da jetzt auch Hackfleisch raus. Also das kommt garantiert immer raus. Warum, erfahren wir jetzt gleich noch. Wir haben nämlich das Schneidbrett erweitert um eine Rollmatte. Weiß nicht, wie man das Ding sonst nennen sollte. Sushi-Matte wäre jetzt irgendwie, ja. Hm, ne. So, ja, komm, gehen wir erstmal. Das Gaskochfeld haben wir erweitert um eine Pfanne. Und hier haben wir noch eine Backform reingebracht. In den Ofen. Damit. Wir haben ja auch Teig reingebracht. Sehen wir gleich noch irgendwo. Wir können jetzt hier Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln machen. Wir können Frikadellen machen. Dafür das Hackfleisch. Ja. Wir haben auch tatsächlich diesmal überall Beschreibungen drin. Grüne Bohnen mit Zwiebeln. Gekochte Kidneybohnen. Und im Ofen gibt es dann halt Brot, Brötchen, Toast. Das klappt dann alles gut mit dem Teig, wo wir nicht unterschieden haben. Ja, also ihr nehmt da immer nur den gleichen Teig. Zwar unterschiedliche Mengen, aber das wäre jetzt zu viel geworden. Ja, und hier müssen wir dann halt grüne Bohnen, Zwiebeln, Salz, Pfeffer. Ja, auch Kartoffelscheiben, keine normalen Kartoffeln. Zwiebelwürfel.
sind jetzt so die ganzen Sachen, die ihr vorher schnibbeln müsst. Könnt ihr aber alles vorbereiten. Speck vom Schwein, Salz, Pfeffer. Aber dafür macht er dann wenigstens ein bisschen satt, ne? 30er Nahrung. Es geht besser, ja. So, hier haben wir den Fleischwolf drin. Den brauchen wir für unser Mett. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon vorgestellt. So, hier haben wir dann noch Mehl, was ihr aus der Getreidemühle kriegt, wenn ihr Weizen oder Hirse schrotet. Den Teig zum Brotbacken. Und dann haben wir noch Brotscheiben, Toastscheiben. Na? Ihr merkt, es wird auch noch auf Sandwiches hinauslaufen und auf Stullen. Kartoffelscheiben durften ja nicht fehlen bei Bratkartoffeln. Wir haben Würstchen, die ihr mit der Rollmatte machen könnt, aus dem Hackfleisch vom Schwein. Die finden gleich noch Verwendung. Und es gibt Mettbrötchen. Also bei Brötchen und Mett haben wir dann schon eine 25er Nahrung. Es steigert. Ja, das war's. Nein, das war's nicht. Haben da noch was vorbereitet. Jetzt, wo es langsam wärmer wird, haben wir uns so eine kleine Grillecke gebastelt. Mit passendem Grill, auf dem man natürlich Bratwürstchen machen kann. Na? Darf ja nicht fehlen. Dafür braucht ihr natürlich eine Grillzange, um euch nicht die Pfoten zu verbrennen. So, und dann könnt ihr dann natürlich noch einmal die Bratwürstchen machen. Die haben schon alleine eine Nahrung von 20. Ihr könnt natürlich auch Bratwürstchenbrötchen mit Senf machen. Ein Highlight. Ja, gibt direkt 30. Das könnt ihr dann so craften. Ihr müsst da nicht irgendwie ein Schneidbrett oder so. Das könnt ihr einfach im Inventar craften, wenn ihr Senf und Brötchen habt. Genauso wie Pommes mit Ketchup. Gibt auch mehr als normale Pommes. Und der Klassiker Currywurst Pommes Mayo. Ne, hat eine Nahrung von 40. Für Fastfood, denke ich, ist das ganz gut. So. Das sollte jetzt aber gewesen sein. Ja. Wenn alles gut läuft, alle Tests ja, zufriedenstellend laufen, hauen wir das Ding nächste Woche raus. Dann könnt ihr erstmal testen. Wo wir dann auf euer Feedback hoffen. Was gut ist, was nicht so toll ist. Ideen könnt ihr uns gerne jetzt schon unter das Video schreiben. Oder in die Gruppe oder auf die Seite, egal wohin. Ja, wir sind für jede Idee dankbar. Binden die auch gerne mit ein, wenn möglich. Ja. Ansonsten bleibt zu sagen, wir hoffen auf gute Tests. Also Spieletests. Macht's gut.